Lebt wohl! Vor langer Zeit befahl ein Rudelführer der Blutmähnen seinen Jägern, ihm 10.000 Arakoa-Federn zu. Der junge Häuptling malte sich glorreiche Schlachten aus und versuchte einen Krieg mit den Arakoa zu entfachen. Doch der Krieg... Wo sein Flügel hinschlug, fielen selbst die Stärksten. Führer kämpfte erbittert. Der Klauenkönig wurde von seinen eigenen Weisen verraten. Sie stießen Terok und seine Brüder in die Teiche. Das verfluchte Blut versenkte sein Fleisch und zerrüttete seinen Geist. Als er so verging, dachte er nur an eins. Seine Tochter Littig. Beim Anblick ihres geschundenen Leibes verzweifelte Terok und ergab sich der Dunkelheit. Doch in dieser Dunkelheit fand ihn etwas. Eine merkwürdige Kraft erfüllte den Klauenkönig. Eine Präsenz trieb ihn an. Seiner Wachen bewahrten klaren Verstand. Ihr König rief und sie folgten ihm. Vom Fluch in den Wahnsinn getriebene wandten sich vor Schmerz in den Teichen. Terok befreite sie. Funkelte eine merkwürdige Kugel. Terok blickte in sie und traf seinen Retter. Der Raben. Ja? Im Lauf der Jahre schwand die Gesundheit des Klauenkönigs. Kummer erfüllte sein Herz, während der Fluch stetig an seinem Geist zehrte. Hass auf diese Welt, Schleier. Er gab Skettis auf und opferte sogar sein eigenes Volk auf der Suche nach Heilung. In der Hoffnung auf Genesung ihres siechenden Königs versiegelten die Krallenpriester Terok in den Schatten. Und das bringt uns in die Gegenwart.